Und damit willkommen zu einem weiteren Völkervideo zu Age of Empires 4. In dem Video beschäftigen wir uns mal mit der Abbasiden-Dynastie, also den Muslimen. Und die haben es in sich, schon alleine, weil deren Flagge einfach schwarz geblieben ist. Wir fassen wie gewohnt alles Wissenswerte über diese Nation in einem kurzen Video für euch zusammen. Zu den anderen Nationen gibt es bereits schon Videos, schaut da auch mal gerne vorbei. Muslime haben ja allgemein wenig Bock auf so eine Schweinefleisch-Salami und deswegen kann man mit ihnen in AOE auch keine Wildschweine jagen und schlachten. Dafür sammeln sie aber 25% schneller von Beeren als andere Nationen. Die essen auch generell lieber Brot, deswegen ja auch der Name ihrer damaligen Hauptstadt, nämlich Bagdad. Ha, Leute, okay, Spaß beiseite. Wenn ihr neben den Beerenbüschen noch die Mühle baut, dann verdoppelt diese die Nahrung an den Beerenbüschen und das stützt eure Wirtschaft einfach sehr gut, besonders am Anfang. Was ihr auch am Anfang direkt bauen müsst, ist das Haus der Weisheit. Das Ding kostet 50 Holz und ist sozusagen euer Zentrum und Herz der Nation. Quasi die Shisha-Bar der damaligen Zeit. Hier gibt es wichtige Entwicklungen und eben auch die einzelnen Flügel, mit denen ihr ins nächste Zeitalter voranschreiten könnt. Ihr müsst bei den Abbasiden also kein Wahrzeichen bauen, sondern könnt einfach eine Entwicklung für einen Flügel eurer Wahl starten und aget so ganz entspannt. Das bringt aber Vor- und Nachteile. Ihr müsst zum Beispiel keine Dorfbewohner beauftragen, ein Wahrzeichen zu bauen. Die können easy weiter Rohstoffe sammeln. Der Feind kann euch natürlich bei den Entwicklungen auch nicht durch kurze Angriffe unterbrechen. Dafür könnt ihr die Entwicklung leider nicht verschnellern, weil man halt nicht einfach mehr Dorfbewohner zur Unterstützung auf das Wahrzeichen schicken kann. Was natürlich auch schlecht ist, dass der Feind für die Siegesbedingungen bei euch nur euer Startdorfzentrum und das Haus der Weisheit zerstören muss, was das Ganze natürlich leichter für den Gegner macht. Und ja, das Haus der Weisheit gewährt in seinem Radius auch noch allen Gebäuden einen Brandschutz von plus 5, nur so als Info. Der Funktionsbereich hat auch noch eine weitere gute Sache, und zwar das goldene Zeitalter. Je mehr Gebäude ihr in diesem zusammenhängenden Netz baut, desto besser ist eure Sammelrate, Forschungsrate und Produktionsrate. Den Einflussbereich seht ihr immer um das Haus und ihr könnt euer Netz immer weiter mit jedem Gebäude erweitern, außer halt Felder und Mauern, die zählen da nicht mit rein. Bei 10 zusammenhängenden Gebäuden erhöht ihr eure Sammelrate um plus 10% und erreicht damit die Stufe 1. Stufe 2 ist bei 30 Gebäuden erreicht und dann erhöht sich die Sammelgeschwindigkeit um plus 5%, also auf 15% insgesamt, und die Forschungsrate ebenfalls auf 15%. Die Stufe 3 ist bei 60 Gebäuden und setzt die Sammel-, Forschungs- und Produktionsrate auf insgesamt plus 20%, und das ist schon ziemlich nice. So, und jetzt gucken wir uns mal an, wozu der Schuppen eigentlich da ist. Und wie gesagt, man aged hier mit verschiedenen Flügeln, die dann Entwicklung freischalten. Insgesamt gibt es hier den Wirtschafts-, Militär-, Kultur- und Handelsflügel. Jeder Flügel schaltet dann für jedes Zeitalter eine bestimmte Entwicklung frei. Im Game aged man ja eigentlich nur dreimal, bis man im vierten Zeitalter ist. Bei den Abbasiden könnt ihr aber trotzdem alle vier Flügel erforschen, was euch dann sozusagen einen extra Bonus gibt, wie ein fünftes Zeitalter, so ein bisschen. Gucken wir uns jetzt aber mal den Wirtschaftszweig genauer an. Hier gibt es für das zweite Zeitalter die Entwicklung frische Lebensmittel. Die reduziert die Kosten der Dorfbewohner um minus 50%, und das ist besonders am Anfang sehr interessant. Für das Age 3 gibt es dann die Landwirtschaft, und das ist wie eine Entwicklung in der Mühle und steigert aber zusätzlich eure Sammelrate auf den Feldern um plus 15%. Und als letztes gibt es hier die verbesserte Verarbeitung, damit produzieren Dorfbewohner plus 8% von allen Rohstoffen. Der Militärflügel bietet euch als erstes die Kamelunterstützung an. Und damit haben eure Kamele dann eine Aura, welche den Infanterieeinheiten von euch plus 1 Rüstung gewährt. Danach gibt es die Kamelreiterschilde, die erhöhen dann die Nahkampfrüstung der Kamelreiter um plus 3. Und als letztes gibt es hier noch das Ausbildungslager, und das erhöht die TP aller Einheiten um plus 15%, und im späten Spiel sollte das auf keinen Fall fehlen. Und die Muslime haben auch Kultur. In dem Flügel findet ihr anfangs eine Entwicklung für die Bewahrung des Wissens, womit die Technologiekosten um 30% reduziert werden, inklusive natürlich auch der Entwicklungen im Weißen Haus. Im Haus der Weisheit, man natürlich. Danach gibt es medizinische Zentren. Damit heilen dann eure Bergfriede Einheiten in der Umgebung jede Sekunde mit 2 Trefferpunkten. Und als letztes gibt es dann noch den Glauben, auch ganz wichtig, und damit können die Imame, also die Heiligen dieser Nation, gegnerische Einheiten einzeln bekehren, ohne dazu eine Reliquie tragen zu müssen.
Ihr müsst euch dann einfach vorstellen, der Imame kommt auf dem Schlachtfeld zum Gegner an und sagt dann, hey, Decker, kommst du auf meine Seite oder willst du kassieren? Eine Bombe und du liegst, Mann. Außerdem darfst du bei mir 3 BMW fahren. Mach nicht diese, komm rüber jetzt. Und dann habt ihr schon eine größere Armee. Jetzt noch der Handelsflügel. Handeln ist bei den Brüdern sehr wichtig. Ein Nationsboni ist ja, dass Händler und Handelsschiffe 33% günstiger sind als bei anderen Nationen. Das gilt bisher nur für die Händler auf dem Land. Die Boote kosten genauso viel wie bei den anderen Nationen. Sobald sich da natürlich etwas geändert hat, machen wir wie gewohnt ein kurzes Patchnote-Video dazu. Also zurück zum Thema. Als erstes gibt es hier die Gewürzstraße. Dann bringen die Händler und Schiffe 30% mehr Gold zurück. Als zweites gibt es dann die gepanzerte Karawane. Damit erhöht sich die Rüstung für die Händler und Handelsschiffe um plus 5. Als letztes gibt es dann noch den großen Bazar. Damit können eure Händler einen zweiten Rohstoff mit zurückbringen. Der beträgt aber nur 25% vom Basis-Goldwert. Also die Entwicklung, Gewürzstraße, wie eben gesagt, bleibt da außen vor. Den Rohstoff könnt ihr entspannt im Markt einstellen und müsst das nicht wie bei den Franzosen bei jedem Händler einzeln machen. Und natürlich, Leute, passender Übergang, den Franzosen-Völkerguide findet ihr jetzt verlinkt. Gönnt euch den auch nochmal. Und ja, genau, eure Handelsboote bringen ja standardmäßig sowieso schon immer 2 Rohstoffe mit zurück und so könnt ihr eine entspannte Wirtschaft aufbauen. Gucken wir jetzt mal zum Militär. Und hier gibt es weitere Besonderheiten. Allgemein erstmal, eure Infanterie kann ohne Entwicklung Belagerungstechniken aus der Schmiede automatisch schon Rammböcke und Türme bauen. Zusätzlich können sie auch noch Ruten und Mangen direkt auf dem Schlachtfeld bauen und das ist schon mal schön aggressiv. Außerdem haben sie Kamele und die haben eine eigene Aura, die nennt sich schon mal Kamelscheue. Damit machen gegnerische Kavallerieeinheiten 50% weniger Schaden. Nicht nur das macht sie zu einer wirklich starken Anti-Kaff-Nation. Aber erstmal zum üblichen Vortrag. In der Kaserne haben wir den Speermann und den Waffenknecht. Der Speermann kann durch die Phalanx besonders weiterentwickelt werden, weil der dann doppelt so große Reichweite hat. Das heißt, Speermänner in der zweiten Reihe können auch schon auf die anrückenden Kavallerieeinheiten einpieksen. In dem Schießstand gibt es dann noch den Standard-Bogenschützen, welche ihr mit der Entwicklung Kompositbogen verbessern könnt. Damit reduziert ihr die Nachladezeit um 25% und auch das ist eine Besonderheit. Ansonsten gibt es noch die Armbrustschützen und Handrohrschützen und als letztes den Kamelbogenschützen. Ja, und der ist sehr mobil, macht einen Bonusschaden gegen leichte Nahkampfinfanterie, also gut gegen feindliche Speermänner. Das war's dann aber auch schon. Ja, und in dem Stall finden wir dann natürlich auch wieder den Speer, den Reiter und den Lanzenreiter. Das ist wie bei den anderen Nationen halt auch gleich. Besonders ist hier, wie schon gesagt, der Kamelreiter. Und der Typ hat echt viel Trefferpunkte, ist schön mobil und macht einen Bonusschaden gegen feindliche Kavallerie. Dafür ist er natürlich auch teurer und ja, wohl eher nicht so gut geeignet gegen Infanterie. Das ist auch der Grund, warum wir eben gesagt haben, dass die Nation eine echte Anti-Kaff-Nation ist. In der Schmiede könnt ihr zusätzlich eure Kamele in der Geschwindigkeit um 15% verbessern und in der Rüstung um plus 2. In der Belagerungswerkstatt finden wir dann noch die Rutte, Mange, Tribok, Bombarde und die Feldschlange. Also fast alles Standard außer die Feldschlange. Die haben nur wenig andere Völker und die ist halt gut gegen Artillerie. Und zum Schluss haben wir noch die Flotte und Häfen. Die Häfen sind 50% günstiger als bei anderen Völkern und haben als Spezialentwicklung die Teakholzmasten. Dadurch erhöhen sich die TP der Dau um plus 100. Damit sind wir schon bei der Dau. Die ist das Gegenstück zur Galeere bei den anderen Völkern. Sie ist schnell, wendig und profitiert von euren Entwicklungen in der Schmiede. Allerdings nur von den Fernkampfschaden, nicht von den Rüstungen. Gegenüber der Galeere ist diese günstiger, hat aber weniger Trefferpunkte, Rüstung und Schaden. Die Bagala ist dann ganz gut zu vergleichen mit der Hulk. Sie ist günstiger, weshalb man auch mit weniger Rüstung, 100 weniger Trefferpunkte und 50 weniger Schaden auskommen muss. Und die Sprengstoff-Dau ist halt wie ein Brander, man kennt's. Und als letztes haben wir dann noch die Schebecke. Die hat mehr Trefferpunkte als die Karacke, ist schneller und kostet dafür etwas mehr. Macht aber auch nur etwas weniger Schaden. Und ja, Leute, das war's auch schon wieder mit diesem Völkerguide. Wir haben uns jetzt die Abbasiden einmal ganz gut angeschaut, würde ich sagen. Und falls ihr natürlich noch Fragen habt oder Anmerkungen oder irgendwas anderes, könnt ihr das natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Und das war's auch schon wieder mit diesem Video. Wir hoffen, ihr konntet was mitnehmen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten. Bis dahin, macht's besser, haut rein und bis zum nächsten Mal. We'll be right back.